Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren! Unabhängige Justiz erfordert uneingeschränkte Verfassungstreue. Wer wollte dem widersprechen? Sie. Allerdings die Achtung vor dem hohen Gut der richterlichen Unabhängigkeit verbietet es, dass politisch unliebsame Urteile mit disziplinarischen Maßnahmen auch noch angestoßen durch Parlamentsbeschluss sanktioniert werden. Verehrte Damen und Herren, hier betreibt die SPD und Sie, Herr Kummer, eine für jeden Rechtsstaat unwürdige Richterschelde. Mit moralischer Überheblichkeit soll Zustimmungsdruck auf uns Abgeordnete ausgeübt werden. Wenn das Schule macht, dann wissen die kleinen Richterlein, wie Weltärztepräsident Montgomery sie diffamierte, zukünftig ganz genau, welche Urteile von ihnen erwartet werden. Was wir brauchen, sind unabhängige, selbstbewusste Richter in Deutschland und keine Gesinnungsjustiz. Verehrte Damen und Herren, wer von Ihnen hat denn das Urteil wirklich gelesen? Richter H. hat die Plakate doch auch nicht aufgehängt. Er hatte nur darüber zu entscheiden, ob deren Beseitigung rechtmäßig war. Bei einem strafrechtlich relevanten Inhalt wäre das der Fall gewesen. Das Urteil teilt sicher nicht Ihre ideologisch verblendete Willkommenskultur. Darauf kam es auch nicht an. Denn aus juristischer Sicht war hier nur darüber zu entscheiden, ob bei verständiger Würdigung aller denkbaren Auslegungen auch eine rechtskonforme Interpretation der Plakataussagen möglich war oder möglich ist. Wohlbegründet, kenntnisreich und detailliert wird an vielen historischen Beispielen aufgezeigt, wo Massenmigration der angestammten Wohnbevölkerung zum Nachteil gereichte. Die Urteilsbegründung betrachtet deshalb zu Recht auch die bundesdeutsche Wirklichkeit. Wie die polizeiliche Kriminalstatistik belegt, wurden teilweise Hochkriminelle ins Land geholt, die immer wieder durch Gewaltkriminalität wie Messerstecherei, Raub, Diebstahl, Vergewaltigung, Drogenhandel und durch die bekannte Clankriminalität auffällig wurden. So sind in Deutschland Angsträume entstanden. Projekte der Polizei, unter anderem in Gießen und Bebra bei mir zu Hause, identifizieren gerade solche Angsträume. Die unkontrollierte Einwanderung in die Sozialsysteme belastet den deutschen Steuerzahler. Zunehmender Wohnungsmangel erzeugt hohe Mietpreise. Wenn Sie zu Recht uneingeschränkte Verfassungstreue einfordern, dann sollten Sie auch das Prinzip der Gewaltenteilung akzeptieren. Das tun Sie aber nicht. Wie ein Blick auf unsere Parlamente unschwer verdeutlicht, Kanzler, Minister, Ministerpräsidenten sind zugleich Abgeordnete und niemand nimmt Anstoß daran. Im Kern zielt Ihr Antrag letztlich darauf ab, noch stärker Kontrolle und Einfluss auf Richter, Gerichte und Rechtsprechung zu gewinnen. Das muss hier deutlich ausgesprochen werden. Gesinnungsjustiz führt aber in den totalitären Staat. Das lehnen wir genauso ab wie Hausdurchsuchungen bei Richtern, wenn das Urteil missfällt. Ein Geschmäckle hat es schon, wenn ein hoher CDU-Funktionär wie Herr Habart direkt aus dem Bundestag zum Verfassungsgerichtspräsidenten ernannt wird und sich anschließend mit seinem Senat vor einer richtungsweisenden Entscheidung im Bundeskanzleramt mit der Regierung zur Beratung trifft. Wir sind für strikte Gewaltenteilung. Wir wollen unabhängige Richter und Gerichte in Deutschland. Wir wollen keine willfährigen oder eingeschüchterten Richter. Die Judikative verfügt selbst, und das ist ja hier belegt, durch den Instanzenzug über ausreichend eigene Kontrollmechanismen, um eventuelle Fehlentscheidungen zu korrigieren, bis hin zum Mittel der Versetzung oder strafrechtlichen Verfolgung. Wir von der AfD werden Ihren Antrag deshalb ablehnen. Verehrte Damen und Herren, und spiegeln wir doch einfach mal die Situation. Uneingeschränkte Verfassungstreue gilt natürlich auch selbstverständlich für Sie und für Sie alle. Dann fragt man sich schon, wie Sie als SPD zum Beispiel und auch die CDU hat damit gemacht, wie Sie die als linksextremistisch eingestufte Barbara Borchardt zur Landesverfassungsrichterin in Mecklenburg-Vorpommern wählen konnten.
Das fragt man sich schon. Sie bezeichnete die Berliner Mauer als alternativlos und Garant für eine friedliche Koexistenz. Fast täglich erlebt man, wie Sie in Regierungsverantwortung Ihre Wahlversprechen brechen, das ist bekannt, und die Freiheitsgarantie der Grundrechte abräumen. Der Verfassungsgrundsatz der Verhältnismäßigkeit scheint nicht mehr zu existieren. Die Grundrechte, einst unverbrüchliche Freiheitsrechte gegen einen übergriffigen Staat, wie die Unantastbarkeit der Würde des Menschen, die körperliche Unversehrtheit, die allgemeine Handlungsfreiheit, die Berufs- und Gewerbefreiheit, die Eigentumsgarantie, die Versammlungs- und die Meinungsfreiheit, sind zu wesentlichen Teilen in der Corona-Maßnahmenkrise zum Opfer gefallen. Unliebsame Meinungen werden zensiert und als Hass und Hetze im Netz gelöscht, die Autoren gesperrt. Harmlose Spaziergänger, die nur ihre Freiheitsrechte zurückhaben wollen, werden als Extremisten, Querdenker, Verschwörungstheoretiker oder Corona-Leugner diffamiert, von der Polizei schikaniert und mit Bußgeldern überzogen. Verehrte Damen und Herren, die von Ihnen beschlossene, gruppenbezogene, jetzt geplante allgemeine Impfpflicht verstößt ganz offensichtlich gegen das Grundgesetz Artikel 2 Absatz 2 der körperlichen Unversehrtheit und, das hatte ich auch schon mal ausgeführt, gegen den Nürnberger Kodex von 1947. Und das wissen Sie ganz genau. In Sachen uneingeschränkter Verfassungstreue sind Sie es, die das Vertrauen in staatliches Handeln nachhaltig erschüttert haben. Skandale, Betrug, Manipulation, wo man hinschaut, ob bei Masken, PCR-Testen, Statistiken, Inzidenzen, Patientenzahlen, Impfdurchbrüchen bei an oder mit Corona verstorbenen oder den Hinterzimmerverträgen mit Impfstoffherstellern. Ich komme zum Schluss, Herr Weiß, und zitiere mit Ihrer Erlaubnis unseren ehemaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann. Die Grundlage der Demokratie ist die Volkssouveränität und nicht die Herrschaft eines obrigkeitlichen Staates. Und weiter, der Bürger hat die Pflicht, Herr Rudolph, für Sie, der Bürger hat die Pflicht, die Regierung zur Ordnung zu rufen, wenn er glaubt, dass die demokratische Rechte missachtet werden. Werte Damen und Herren, genau davon sind die Bürger überzeugt und gehen deshalb Montag für Montag für ihre Freiheitsrechte spazieren. Ich bin gerne mit dabei und unterstütze Sie dabei. Am Samstagnachmittag bin ich eben genau deshalb in Friedberg dabei und würde mich freuen, wenn Sie dem auch mal sich das anschauen würden. Ja? Dann würden Sie sehen, das sind ganz normale Bürger. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.